So, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Smaragd. Ein LP Together mit mir, ein Together LP so rum, mit mir und Leonidas. Und ja, ich weiß jetzt schon, was ich machen soll. Ich muss nämlich noch jetzt erstmal in die Legal-Kammer, um schon mal Vorarbeit für die Regis zu machen. Allerdings weiß ich auch, dass Leo nur ein Bein mehr hat und deswegen werde ich nach diesem Kampf mal eben kurz offscreen trainieren müssen. Und danach sehen wir uns dann aber auch sofort wieder. Für euch ist es ja kein Zeitverlust, aber für mich wird das wahrscheinlich ein bisschen dauern. Alles klar. Gut, dann trainiere ich mal eben offscreen und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Alles klar, Leute, jetzt hat mich gerade das Trainingsfieber gepackt gehabt und ich habe doch ein bisschen länger trainiert als geplant. Und wir können mal eben kurz gucken. Also wir haben jetzt einen Wailord und man sieht, ich habe meine Pokémon jetzt mal ein bisschen höher trainiert. Ich habe auch vor und nach der Folge noch Leo seine Pokémon ein bisschen höher zu trainieren, da ich aber ja nicht seine Pokémon von der Box holen kann und er jetzt ja ein Redikant und ein Wailord dabei hat, kann ich seine anderen leider nicht trainieren, aber ich kann seine Schwalbe wenigstens ein bisschen noch aufs höhere Niveau bringen. Und dann sind wir ja auch ein bisschen besser für die Siegelstraße vorbereitet, als dass wir dann da wieder irgendwie nochmal extra das irgendwie machen müssen. So, gut. Mein Training ist immer so anstrengend, ne? Aber irgendwie hatte ich gerade verguckt darauf. Oh, leck mich am Arsch. Din, 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 din. Besonders anstrengend, wenn man so Pokémon in so einem hohen Level hat. Aber naja. Wenn man das zwischendurch mal so ein bisschen macht. Wir hatten es eh vor, nochmal zu trainieren. Allerdings, wollten wir das vor der Pokémon-Liga noch machen. Aber so kann man jetzt wenigstens ein bisschen, ja, mal ein bisschen vortrainieren. Ja, das hat er sehr viel gebracht. Also Wailord ist echt ein Krüppel. Stark, viel zu stark. Eine weitere Niederlage. Alles klar. Ich glaube, ich muss allerdings auch noch einem Pokémon Schaufler beibringen. Genau. Und das einzige Pokémon, was wir wahrscheinlich haben, was Schaufler kann, ja, ist Gwaldo, das war ja klar. Na komm, ruckzucki weg. Top-Beleber. Alles klar, hier sind wir auch auf dem richtigen Weg. Ja, genau, jetzt müssen wir hier hin. Und jetzt kommt gleich das Löchlein. Nein! Was? Scheiße! Ah! Nochmal zurückfliegen. Ah, oh, ärgerlich. Oh, hätte ich einen Schritt weiter runtergehen müssen. Na komm, machen wir es nochmal eben schnell. So, surfen wir diesmal schon schön weit unten. Ja, ich hatte zwischenzeitlich, um die Pokémon besser auftrainieren zu können, den EP-Teiler auf meine Pokémon gepackt. Allerdings habe ich sie dann jetzt wieder auf Wailord draufgepackt. Und dann fiel mir auf, dass wir auch noch ein Sonderbonbon hatten.
Und das war ganz gut. Das habe ich dann noch auf Wylord aufgepackt, um sein letztes Level hier noch dann so zu erreichen. Und erst wollte ich eigentlich alle auf Level 60 trainieren, aber dann war mir das selbst zu lange, da ich die Aufnahme ja nur pausiert hatte und Leo mich hier sowieso die ganze Zeit dann angeschrieben hatte. Und deswegen mache ich es dann gleich. Wahrscheinlich. Oder vielleicht auch nicht. Naja, muss man einfach mal gucken. Ja, vielleicht auch nicht. Vielleicht kann Leo dann auch mal trainieren. So. Jetzt einfach hier bleiben. Alles klar. Ja, wir wollen hier untertauchen. Guten Tag, die Herrschaften. Tauchen und tauchen. Punkt, Punkt, Punkt. Und hoch. Okay, hier müssen wir Schaufler einsetzen. Es hörte sich an, als wäre irgendwo eine Tür geöffnet. Gut, damit sind die Regels jetzt schon mal frei. Warum ist das jetzt hängen geblieben? Ja, ich möchte gerne Stuff einsetzen. Irgendwas stimmt jetzt hier gar nicht. Hallo? Okay, jetzt geht's wieder. Irgendwas stimmt da gerade nicht. Der ist irgendwie nur nach unten gegangen. Ganz komisch. Okay. Dun, 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 dun. Ja, wir wollen wieder nach oben. Alles klar. Dann fliegen wir jetzt. Ja, fliegen wir mal eben nach Moosbach City. Denn hier kann ich mir eben Schutz kaufen. Und mit dem können wir dann besser übers Meer. Top-Schutz. Na komm, nehmen wir mal 30 diesmal. Das sind ja immer so schnell alle. Okay. Dann, da, dann, dann, da, dann, dann. Was ist denn hier? Was haben wir denn hier hinten? Nur Geheimbasen? Oh gut, das interessiert mich jetzt nicht so. Von hin! Nein!
schnell wieder raus. So. Dann, schnick, schnuck, schnapp, die, du. Alles klar, Schutz wirkt nicht mehr. So, hier kommen wir der Sache ja schon näher. Prachtvolles. Ja, ich möchte gerne Kaskade einsetzen. Zack. Gut, ein Pokémon Center müssen wir jetzt nicht unbedingt. Sondern hier rein. Und erstmal durch das Labyrinth. Mhm. Den kann ich mir vielleicht fangen. Oder auch kaputt machen. Alles klar, hier sind schon Pokémon Level 40. Dann war es ja doch nicht so schlecht, dass ich meine ein bisschen trainiert habe. Packe ich dann auch mal an erster Stelle. So. Guten Tag, der Herr. Hä? Ich bin... Achso, ich bin nicht hierher gekommen, um zu verlieren. Ich dachte eben, ich bin hierher gekommen, um zu verlieren. Los, mach mich fertig. Magneton, alles klar. Gewaldo. Ich weiß gar nicht, war Boden darauf effektiv jetzt? Oder trifft es nicht, weil die schweben oder so? Ich bin mir jetzt nicht so sicher. Ja, wusste ich's doch. Ja, ist ja klar, Boden auf Elektro, aber ich war wegen Stahl jetzt nicht so sicher. Aber ist ja nochmal alles gut gegangen. Slaymog. Und zeig mir mal, was du drauf hast. Ach ja, Gift. Aha. Kommt dann mal da. So, dann schaufeln wir uns eben nochmal ein. Ja, ging wohl daneben, wa? Kaputt. Pot erreicht Level 41. Okay, hier geht's schon mal nicht lang. Wow. So, vielleicht gibt's aber hier hoch. Ah, hier kommt Heiko. Hallo Leffa, der letzte Rivalenkampf. Du bist bestimmt überrascht, mich hier zu treffen. Ich habe es bis hierher geschafft und das verdanke ich dir. Leffa, meine Niederlage gegen dich hat mich viel stärker gemacht. Ich werde nie wieder verlieren. Ich werde gewinnen für die Pokémon, die mir Mut und Kraft gegeben haben. Okay, jetzt komme ich. Genau, schick erstmal einen Altaria. Ja, mach erstmal deinen Angriff, deinen Niedwert und das alles. Hallo, Gewaldo, mach keinen Scheiß hier.
Okay. Jetzt ist er mittlerweile schon schneller geworden, endlich. Sag mal. Will er mich verarschen? Ja, er will mich verarschen. Na gut, Torheilung. Dann mach du mal einen Knirscher. Ja, Top-Genesung, genau. Nicht mehr denken können, dass er sowas einsetzt. Altaria. Na gut, dann muss es jetzt so sein. Mein Altaria gegen dein Altaria. Da wollen wir mal gucken, wer das bessere Altaria hat. Feuer Odin. Da. Jetzt wäre ein komisches Altaria, da nehmen wir auch nichts mehr hier. Was? In die Koro? Was schreist du mich denn so an, ey? Finte? Oh Gott, wie süß. So, nächstes bitte. Ihr habt es nicht anders gewollt. Ihr wolltet Altaria? Jetzt hast du selber Schuld hier. Wenn du mit deinem Altaria so einen auf Heckmeck gemacht hast, hast du selber Schuld, dann musst du dich auch nicht rumheulen, dass ich dich jetzt platt mache. Selber Schuld kann ich dann nur sagen. Ja, genau, genau. Ich wollte schon sagen, mach bloß nicht so einen Scheiß hier. Stahl vielleicht. Ich bin so blöd. Ah, aber meine Verteidigung steigt. Nein. Ja. So. Dann müssen wir nochmal Feuerode machen. Das zieht wenigstens am meisten ab. Oh, das tut weh. Oder auch nicht. So, ein komisches Magneton ist auch weg. Roselia. Aeroas. So. Was kannst du mir jetzt noch bieten? Sein Gardevoir. Sein stärkstes Pokémon. Das Trassler, was wir ihn damals... Oder was Leo ihm ja damals... Alles klar. Chinesen. Was für ein Stahlflügel. Stahlflügel bringt hast du es kaputt, geht. Spieler besiegt Trainer Heiko. Wow, Leffer, du wirst immer stärker. Ich konnte dich heute nicht besiegen, aber eines Tages werde ich es mit dir aufnehmen. Ach, das war schon. Diese unendlich raue Straße wird ihren Namen Sieg gerecht. Das denke ich aber mal auch. So, Roselia besingen wir noch eben. Und dann, ja, lasse ich Leo hier mal raus. Trolinde.
Gut, dann stelle ich mich so hin. Und dann lasse ich Leo hier raus und nochmal gucken, wie es weitergeht. Eigentlich wollte ich jetzt noch weiter trainiert haben, aber jetzt sind wir hier schon in der Siegelstraße. Dann können wir auch bis vor der Dings warten. Außerdem sind meine Pokémon ja schon in einem guten Level und das wird Leo schon schaffen. Also dann, bis dann. Tschüss.